Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Reaver Season 2 auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ich möchte heute in dieser Folge mich ein bisschen darum kümmern, mir mal so die Städte anzugucken und gucken, wo ich was optimieren kann. Wenn ich zum Beispiel hier sehe, es ist übelst voll im Nahverkehr, im innerstädtischen Nahverkehr. Gut, dass wir jetzt mal schön mit dem Autosave anfangen, kann ich schon erzählen. Das muss unbedingt geändert werden. Genau wie hier hinten und da und da und ja, ne? Aber erstmal kümmern wir uns um Hannover. Hannover will wachsen, aber mit dem Bahnhof ist das nicht möglich. Deswegen werden wir uns in Hannover jetzt erstmal hier etwas die allgemeine Situation anschauen und hier erstmal was abreißen. Damit wir hier erstmal einen anderen Bahnhof hinkriegen. Länger als 240 Meter muss er nicht sein. Ich möchte hier gerne den Neustadt-Bahnhof nehmen, den schönen hier auf 240 Meter. Zweiter Straßenanschluss. Wo kollidiert es mit der Straße? Ist ja klar. Dann reißen wir die halt ab. So. 240 Meter. Anwenden. So, haben wir jetzt hier schon mal einen wunderschönen neuen Bahnhof. Der passt auf jeden Fall ganz gut. Jetzt brauchen wir natürlich hier nochmal ein paar Straßenanschlüsse. Hier ist es noch relativ eben. Wir können zwar versuchen, ob wir hier noch mit einer Straße rüberkommen, die gut aussieht. Wenn das hier gleich spacki-backi wird mit der Schiene. Nö, wird's nicht. Sehr gut. Dann bleibt das hier. Gucken wir einen anderen Bahnübergang hin. Dass man irgendwie so einen Standardbahnübergang auswählen kann. Oder vielleicht kann man das noch. Ich weiß es mal wieder nicht. Dass man da nicht immer so ein Kackding hat. So, dann kommen wir hier. Kommen wir hier auch hinterher. Ja, ganz klar. So. Müssen wir ein bisschen so gehen. So. So, ziehen wir hier einfach lang. Jetzt hier drauf. Ich dann auch hier drauf, können wir dann aber vielleicht auch die etwas schmalere Straße nehmen. Oh, das sieht auch nicht. Doch, mit dem. Das sind aber Pflastersteine, ne? Ja. Nehmen wir die. Bisschen schmaler. So. Somit haben wir jetzt hier schon mal das alles etwas erweitert. Jetzt natürlich die Frage, wir haben jetzt hier eine schöne Straßenbahn, ne? Die fährt hier längs. Also schon fast überlegen, ob man hier zwei Linien hat. Müssen wir mal gucken, was wir denn jetzt hier für hübsche Straßenbahndepots, also Parkplätze haben. Eigentlich war der gar nicht so schlecht, den wir hier eben hatten. Natürlich auch wieder hier mit dem geilen Geschoss gehen, ne? Funktioniert ja. Den hier so hinbauen, ne? Deckt der das ja alles ab. Ich bin über der Straße hier natürlich ganz schön hoch. Wenn man da jetzt aber drauf geht. Ja. Und das jetzt hier einmal upgradet. Interessant, dass das hier gar nicht upgradet ist. So, und dann machen wir das aber hier wieder weg. Ja gut, der Zug sollte vielleicht hier erstmal runterfahren. So, die Haltestelle hier, die kann weg. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt für eine Linie? So. Ah, Gottchen. So, wir haben Halte Süd. Und Terrasse 2 ist ja nun nicht mehr. Der weg. Und dann soll der in die Hauptstraße fahren. Ja. Doch eigentlich alles klar, oder? Ja, kann sagen. Ist doch alles klar. So. Nein. Upgrade. So.
Das kommt weg. Wir fahren aber hier, sehe ich generell nur in eine Richtung, ne? Alles klar, dann werden wir das jetzt einmal optimieren, indem wir jetzt auch noch in die andere Richtung fahren. Dann brauche ich nämlich in die eine Richtung jetzt nicht unbedingt mehr Leute draufpacken. Weil sich das dann von alleine regeln wird. Aber jetzt machen wir mal Autosave. Na, Autosave ist ja generell wichtig, das wisst ihr ja. Das erzähle ich ja, glaube ich, jedes Mal. Macht immer besonders viel Spaß. Dann, was ist denn hier für ein Huckel drin? Nein, egal. Wir sind ja hier in Hannover, da ist das nicht. Hauptspielstadt hier. Das ist natürlich die größte Stadt im Spiel. Natürlich kein Wunder, wenn dann hier... Was haben wir denn hier gebaut? Fetten die Linie. Ja. Meine Freunde. Denn hier gebaut. Na gut, wenn der da lang fährt, dann fahren wir mit der Linie halt woanders lang. Wir fahren nämlich jetzt hier dann durch. So, hier lang. Hier durch. Hier auf die Hauptstraße. So, dann halten wir da unten nochmal an. So, machen wir die Linie ein wenig anders. Ja, machen wir das so einfach so. So, dann ist das einmal... Ach, das ist hier in Hallenberg. Sogar nicht in Hannover. Aber Hallenberg ist die größte Stadt. Oder? Nee, gar nicht. Hallenberg hat... immer noch 2002. Die war noch mal die größte. Sind wir mittlerweile hier hinten in Heringsdorf. Wo ist denn Heringsdorf? Hier, das dahin ist die größte Stadt. 2000... 200 Leute. Ja, nicht schlecht. Vorher war das mal hier die größte Stadt. Aber das ist ja auch eigentlich egal. So, dann machen wir jetzt einmal eine neue Linie auf. Ich muss gleich niesen. Ah. Oh. Das war gut. Hallenberg. Linie. Oh. Wie habe ich denn eine Linie geschrieben? Wie habe ich eine Linie hier geschrieben? Schreibt man noch eine Linie, oder? Sieht doch scheiße aus. Na doch, also schreibt man Linie. So, dann fahren wir einmal von hier. Nach hier. Nach hier. Hier hin. Hier hin. Ich meckere da natürlich rum. Hier will kein Weg hier. Da. Dahin. 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 Und dahin. Gut. Muss ich nur noch. Einmal hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Perfekt. Nee, war nicht perfekt. War ganz und gar nicht perfekt. Nochmal. Hierhin, dahin, dahin. Dahin, da. Dahin, dahin. Dahin, dahin. Jetzt ist es perfekt. Ja, genau so muss das. So, meine Freunde. Dann werden wir jetzt einmal der Stadt kurz helfen. Und das hier einmal voll... In den Dai. So. Die Frage, wo setzen wir unser Depot hin? Depot kommt hier hin. Straßenbahndepot. Das Oberleitung, ja. Gehen wir doch hier rein, ohne dass wir was abreißen müssen, oder? Nein, hier. Ah. Perfekt. Gut. 1, 2, 3, 4. Dann einmal die Linie zuweisen auf die Linie 2. Perfekt. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das denn jetzt hier so entwickeln wird. Die Züge sind ja grundsätzlich auch immer voll.
Da könnte man überlegen, ob man da mal noch einen Waggon zuhängt. Ne? Das wäre auf jeden Fall machbar. Fahrzeugersatz sollten wir ja haben. Der bei 240 Metern, richtig? 240 Metern. Dann geht da auf jeden Fall noch was mit zu. Und das, oh, ich glaube es nicht. Ich werde das auf 10 Minuten umstellen. Dann habe ich halt im Notfall Pech gehabt. Wo sind die jetzt? Da sind sie doch. Ja. Ist ja nicht geil, ne? So, hängen wir da mal noch einen mit zu. Wort ersetzen. So, das heißt. Ah, guck mal, jetzt baut die Stadt hier auch schon. Sehr schön. Genau so haben wir das vorgestellt. Dann werden die Züge nämlich jetzt ein wenig größer. Ne, das war ja die. Also auf die Nord gehen. Fahrzeuge. Aha, der hat noch gar keinen Ersatz hier. Aha. Ich würde sagen, ändern wir das mal, ne? Weg hier mit dem Rott. So, der bekommt auf jeden Fall auch wieder irgendwie eine blaue Lok oder sowas. Lok auf jeden Fall nach vorne. Er fährt ja mit der hier. So, Pasagaya. Pasagaya, Pasagaya. Dann nehmen wir mal hier die erste Klasse. Zack. Zack, 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 zack. 235, einer zu viel. Und der Schlusswagen. So. Automatische Letzten. Jupp. So. Haben wir denn jetzt. Wie viele Jahre haben wir das jetzt gemacht? 100? Ne, oh, 75. So. Da kommt er an. Er ist jetzt auf jeden Fall fast voll. Aber hier warten natürlich jetzt auch noch 220 Leute. Ja, moin. Ich weiß gar nicht, wie viele Züge fahren wir dort? Von einer nur, ne? Einer nur. Ja, ist natürlich ein bisschen wenig. Jetzt wird natürlich der Zug in der Kapazität nochmal um 35 erhöht. Aber da es ja trotzdem nur ein Zug ist, ist das ja nicht die Welt, ne? Der Vorteil ist, dass hier so viele Leute aussteigen. Da kann dann halt auch wieder viele Leute mitnehmen. Aber der fährt halt jetzt voll los. Und dann haben wir das Problem nicht hier. Doch. Mit 220 Leuten. Pause. Jetzt mal gucken, wie wir das machen. Hier haben wir jetzt... Er ist jetzt gerade hier hinten, ne? Halten wir den mal an. So, und da wir ja smart sind. Problem ist, wir haben hier immer noch die Dampflok mit durchfahren. Könnte sein, dass sie sich irgendwann wieder zusammenfahren. Aber wenn ich in diese Richtung zwei mache, muss ich das in eine andere Richtung auch machen. Weil sonst fahren die Leute nur mit dem, weil die Taktung hier höher ist. Das ist natürlich doof, ne? Das ist doof. Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich das nicht. Obwohl, wie viel warten denn hier so? 71 und 93. Im Prinzip ist nur das Problem. Na, das sind ja nicht die beiden hier. Mit einem Zug nur. Das ist zu wenig. Also ich muss ja mit zwei Zügen fahren. So, der eine fährt hier gerade raus. Das heißt, ich muss vor Hannover mal gerade noch einen hinsetzen.
Das geht natürlich nicht, weil wir hier jetzt gerade keinen Fritz Walter haben. Aber ne, wir können nicht hinter Hannover setzen. Er ist ja gerade rausgefahren. So. Fragt euch, warum ich da bestimmt nur eine Lok drauf setze, ne? Nach dem Autosave geht's weiter. Warum ich da nur eine Lok drauf setze? Ganz einfach. Weil ich jetzt keinen neuen Zug bauen möchte, setze ich hier einfach jeweils einfach nur eine Lok drauf. Geht ja genauso schnell. So. Viel mehr Kosten tut mir das jetzt auch nicht. Gehe ich hier nochmal auf sofort ersetzen. Was 17 Millionen, was der Zug eh kostet, aber ich kriege für das Geld für die Lok ja wieder. Machen wir hier auch. Sofort ersetzen. Und dann noch auf 50%. So. Und wenn der Zug jetzt im Bahnhof ankommt, und die Lok, dann wird sie ersetzt. Kann ich euch gleich im Hauptbahnhof einmal kurz zeigen. So, das kommt wieder weg. Und das hier mal wieder schön machen. So, hat keiner gesehen. So, das gleiche können wir uns jetzt einmal hier angucken. Hier müsste jetzt irgendwo... Ach halt, der andere Zug steht noch. Muss ich mir wieder anklicken, sonst vergesse ich das. So. Wenn wir jetzt hier einmal die 146 hier verfolgen. Die macht jetzt ja nichts, außer dass sie hier gerade einmal hin und her fährt. Elsenbühne Rathen. Winnetou. So. Und dann spawnt jetzt hier gleich ja der Zug. Dann haben wir nämlich genau das erreicht, was sie erreichen wollte. So, da kann man hier einen Zug stehen. Er nimmt wahrscheinlich jetzt auch keine Passagiere mit. Doch, nimmt da. Dann ist alles wieder losfahren hier. Mittlerweile ist es ja doch schon ein bisschen sehr am Lecken hier. Aber das ist immer noch alles. Noch alles okay. Hier warten natürlich auch echt viele Personen, die ja alle ihre Bewegungen hier reinfritzen. Hier kommt schon die andere Lok an. Die sind natürlich dicht beieinander, ne? Zu dicht beieinander. Er muss dann hier nochmal gerade anhalten. Er musste, glaube ich, auf den auf die Pimmelbahn da warten. So, jetzt kommt ja hier nämlich schon der andere an. Das ist ja noch der erste eben gewesen. Der ist natürlich jetzt voll. So. Und wenn der hier oben jetzt gleich ankommt, dann können wir die anderen losschicken. Können wir nicht jetzt schon machen. Passt. Der muss ja eh jetzt noch laden. Jetzt fährt er los. Perfekt. Ihr baut die Stadt schon. Jetzt haben wir natürlich den Zugverkehr hier erstmal schön verdoppelt. Dürfte eigentlich jetzt dann auch dem Ganzen hier gut tun. So könnte ich das halt noch schneller wachsen. Ja, das wird jetzt einfach ein bisschen dauern, bis sich das hier eingependelt hat. Mit den weiteren Zügen. Ich werde jetzt nicht mehr setzen. Ich habe jetzt ja 4 in die andere Richtung. Das wird sich dann schon alles richten. Gut, jetzt haben wir die ganze Folge damit verbracht, nur in der einen Stadt hier rum zu eiern. Hier brauchen wir eigentlich auch einfach nur mehr Busse. Bei der TGHÜRT-Teststrecke, die hier mittlerweile auch keine Teststrecke mehr ist, die funktioniert ja sehr gut. So, hier muss ich die Stadt noch erweitern. Ja, ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich werde jetzt im Offscreen hier einfach ein bisschen basteln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.